Hallo, Mario Schmidt-Wendling, sisutraining.de, Blog-Eintrag 18 von 365 mit einem kurzen Abriss, was in den letzten 4 Wochen vor der Langdistanz noch an Dingen den Athleten bevorsteht, was sie sich jetzt kümmern sollten, wirklich zeitnah kümmern sollten, also wirklich 4 Wochen vorher kümmern sollten, dass in den letzten vielleicht 1-2 Wochen kein Stress mehr anfällt. Und fangen wir mal ganz oben an auf meiner Liste, Hotel-Anreise. Die Dinge sollten auf jeden Fall geklärt sein. Bei den großen Rennen, zum Beispiel in Rot und Frankfurt, wird es schwierig mit den Hotels, wenn man jetzt anfängt, noch ein Hotel zu buchen. Also ist das eigentlich schon viel früher passieren müssen. Aber Anreise, dass man sich einfach so ein bisschen damit auseinandersetzt, wie lange werde ich dahin brauchen, ist mit Staus zu rechnen. Auch gerade dann in Rot zum Beispiel ist ja doch die Anreisemöglichkeit im Verkehr etwas beschränkter als in Frankfurt beispielsweise. Wo kann ich parken? All die Dinge, dass man das einfach so ein bisschen abklopfen vorfällt. Zweiter Punkt, ganz wichtig, Massagetermin. Ich empfehle immer relativ viel Massage zu tun oder zu buchen. Letzter Termin vielleicht 3 oder 4 Tage vorm Wettkampf, aber eigentlich einmal die Woche vorher, dass man die Termine jetzt schon im Vorfeld einfach bucht. Punkt 3 auf meiner Liste, bitte nicht lachen, ist Pediküre. Ich kenne viele Triathleten, die vor dem großen Wettkampf zur Pediküre gehen, einfach um sicher zu gehen, dass sie keine Nägel verlieren, dass die Nägel optimal gepflegt sind und dass sie entsprechend da keine Probleme beim Laufen haben. Punkt 4, Bike-Inspektion, auch ganz, ganz wichtig, hättet ihr vielleicht schon vor 1-2 Wochen vielleicht klären müssen, denn in der Regel ist es so, dass die meisten Fahrradhändler doch dann vor den großen Wettkämpfen, gerade hier in Frankfurt in der Region, dann ziemlich ausgebucht sind, was Bike-Inspektion angeht, was bei der Bike-Inspektion entweder im Geschäft, also professionell durchgeführt oder auch in Eigenregie durchgeführt, was da so zu beachten gibt, kommt dann auch noch jetzt in den nächsten Tagen. Dann vielleicht noch gegebenenfalls Urlaub einreichen, um da vielleicht einfach nochmal ein bisschen den Stress in den letzten Tagen vor dem Wettkampf rauszunehmen. Wer die Möglichkeit hat, einfach nochmal ein bisschen Luft dran zu lassen, sacken zu lassen, der kann auch gegebenenfalls auch nochmal Urlaub einreichen. Wichtig, Wettkampfverpflegung bestellen, wer es jetzt noch nicht auf Lager hat, also Gels, Riegel, wenn man doch irgendwie autark unterwegs ist und nicht unbedingt auf das zurückgreifen möchte, was von der Wettkampfveranstalterseite angereicht wird. Und last but not least, Startunterlagen checken, immer wieder nochmal genau angucken, wie sehen die Streckenverhältnisse aus. Lest euch die Unterlagen durch, die von Veranstalterseite bereitgestellt werden. Je besser ich das im Griff habe, mir die neuralgischen Punkte auf der Strecke angeguckt habe, weiß, wann die Verpflegungsstellen kommen, umso besser läuft das Rennen. Bis morgen.